Leute, ihr habt ja gemerkt, meine Haare waren die letzten Tage ein bisschen lang geworden. Ihr ging mir auch oft genug damit auf den Sack in euren Kommentaren. Das hat heute ein Ende, denn wie es der Zufall so will, macht hier in Fallersleben ein Barbershop, was auch gleichzeitig eine Gentleman's Lounge ist, auf. Also ein richtiger Männerhort. Und darüber rede ich jetzt mal mit den Verantwortlichen, Christian Klier. Ich bin jetzt auch schon mit den Christian, wie ich schon gesagt habe. Christian, ich habe den Leuten gerade gesagt, ich bin hier im Barbershop und in der Gentleman's Lounge. Was genau ist das denn? Was versteht man darunter? Ja, in erster Linie versteht man darunter, dass wir uns in einem klassischen Herrensalon befinden, der aber weit mehr ist als nur ein klassischer Herrensalon, sondern wir bieten natürlich, wie man gerade sieht, reichlich Produkte an rund um das Thema Mann. Alles, ich sage immer, alles, was Männer wollen, aber nicht brauchen. Natürlich die klassischen Pflegeprodukte, die man so braucht. Und ja, wenn du möchtest, kannst du herkommen, einfach mal eine Zigarre rauchen und eine Zeitung lesen, guten Kaffee dazu trinken. Einfach ein Rückzugsort für Männer, wo es jetzt ja alles nur noch für die Frau gibt und oder beziehungsweise Unisex oder nur für die Frau. Haben wir gesagt, wir schaffen mal einen Gegenpol und sagen, Unisex gibt's und nur für den Mann gibt's bei uns. Also richtig Männerhort geschaffen. Männerhort geschaffen, ja. Es klingt einfach viel sympathischer, wenn du deiner Frau sagst, ich gehe mal zum Friseur und bist da eine Stunde und trinkst ein Bier und ein Whisky, als wenn du mit sagst, ich gehe mit meinen Kumpels in die Kneipe und gehe ein Bier trinken. Und auf jeden Fall siehst du besser aus, wenn du hier dein Bier getrunken hast nachher. So sollte es bestenfalls sein, ja. Also erstmal ist der Unterschied zwischen einem herkömmlichen Friseur und einem Barber, dass ein herkömmlicher Friseur eben klassischerweise Damen und Herren bedient. Dementsprechend ist es vielleicht so ein bisschen aus der Vergangenheit heraus, dass auch Männer nicht allzu viel Wert auf eine gehobene Dienstleistung gelegt haben und bei einem klassischen Unisex-Salon eigentlich immer so der Mann, sage ich immer, Mitnahmeartikel gewesen ist. Die sitzen immer vorne in der ersten Reihe und dann wird der mal schnell mitgenommen, damit der Stuhl belegt ist und dann darf er rausgehen. Kann das auch vielleicht ein Grund sein, dass dieser Trend wieder kommt, dass auch Bart einfach wieder voll im Mode ist? Das hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen, aber ich glaube einfach, dass es ein allgemeiner Trend ist, dass Männer mehr Wert auf gepflegtes Äußeres legen. Die Kosmetikindustrie boomt, was den Männerbereich betrifft. Also die Wachstumsraten in der Herrenkosmetik sind deutlich stärker als die bei Frauen. Ist ja auch logisch, weil es deutlich höheren Nachholbedarf gibt. Aber ich glaube, Männer legen einfach heute mehr Wert auf ein gepflegtes Äußeres. Gut, vom scharfen Aussehen, jetzt wollen wir mal zu den scharfen Klingen kommen. Ich sehe, du hast hier auch Messer und das sind alles nicht Rasiermesser. Das heißt, es ist schon Männerspielzeug auch alles. Ja, das ist schönes Männerspielzeug. Auch da sind wir wieder in dem Bereich. Das will ich haben, ich brauch's überhaupt nicht. So, du heißt Christian, dein Laden heißt Joe's Barber. Erklär mal bitte, warum. Ja, das ist eine schöne und eine traurige Geschichte zugleich. Also vor anderthalb Jahren ist mein Vater gestorben. Und also es ist relativ schnell erzählt. Ihm zu Ehren haben wir den Laden Joe's Barber genannt. Nun heißt mein Vater nicht Joe mit Vornamen oder hieß mein Vater Joe mit Vornamen, sondern Joachim. Kleiner Bogen dazu, mein Zweitname ist auch Joachim. Das erzähle ich aber nicht jedem. Okay. Ist jetzt vielleicht zu spät, aber gut. aber so spannt sich quasi die Familienbrücke. Und da mein Vater, wenn wir gemeinsam unterwegs gewesen sind im englischsprachigen Raum, hat er sich immer mit Joe vorgestellt. Mein Name ist Joe. Und so sind wir dann relativ schnell auf das Thema Joe's Barber gekommen, weil mein Vater eben auch ein, ja, klingt jetzt sehr pathetisch, ein Kind dieser Stadt ist und sozusagen von Anbeginn hier gewesen ist, seine Fußspuren hier hinterlassen hat und der Shop eben auch ein Stück weit ein Denkmal für meinen Vater ist. Also hinter jedem starken Mann steht natürlich auch ein starkes Team und wenn du erlaubst, gucke ich mir das jetzt erstmal. Unbedingt, weil der Laden besteht aus dem Team und nicht aus mir. So. Jetzt will ich mal ein bisschen mit dem Team sprechen. Das heißt, habe ich jetzt mit Christian die ganze Zeit gequatscht. Du bist der? Marco, hallo. Marco, deine Aufgabe hier ist? Ich leite den Verkauf und den Service halt und kümmere mich halt um ein bisschen Hintergrundarbeiten für meine Kollegen halt. Du hast ja genauso einen stabilen Bart wie der Christian. Ist das hier Voraussetzung zu arbeiten? Muss man einen Bart haben? Grundlegend nein, aber das Lustige halt zu meinem Bart war halt, darüber haben Christian und ich uns halt kennengelernt. Aus meinem früheren Job halt, wo ich halt in der Gastronomie gearbeitet habe.
sind wir halt über den Bart halt ins Gespräch gekommen und sind dann halt auf das neue Konzept gekommen, was er sich halt überlegt hat. Und es hat mir super gepasst oder auch gefallen, alleine durch die Affinität zum Bart. Und so sind wir dann halt zusammengekommen. Ich dachte, es wäre ein Männershop. Hier werden also doch Frauen frisiert. Ja, nicht wirklich. Also die einzigen Frauen, die hier frisiert werden, ist die Nicole und die Juliane, unsere Kollegen und unsere Chefin. Ansonsten wirklich rein Männer und rein Gentleman's Club. Was ist deine Aufgabe hier, außer deine Kollegen zu frisieren? Ja, also nicht nur die Kollegen frisieren, sondern auch die Kunden. Ich bin Friseur seit 2005 und ja, bin mittlerweile auch schon seit einigen Jahren dabei. Habe einen Meister gemacht, war auch als Meister tätig, als Ausbilder. Und dementsprechend freue ich mich jetzt hier auf die neue Aufgabe und die Kunden zu frisieren und die Bärte dementsprechend in Form zu bringen. So, du bist die? Ich bin Juliane. Juliane, was ist denn deine Aufgabe hier? Ich bin zuständig fürs Waxing, für die professionelle Enthaarung für die Männer und alles, was im Background so stattfindet, sprich Buchhaltung, Warenbestellung, ja, alles, was so hinten noch dran hängt. Ja. So, Christian, jetzt lass mal Taten sprechen. Ne? Jetzt wollen wir Taten sprechen lassen. Wollen wir mal gucken, was kannst du mit meiner Mähne machen, was meinst du? Ja, ich finde die cool. Also erstmal hast du sehr viele Haare im Gegensatz zu mir. Und du hast eine schöne Naturlocke. Manche finden das doof, aber ich finde Naturlocke eigentlich cool, weil hat nicht jeder und die würde ich auch auf jeden Fall erhalten wollen. Also ich würde oben die Haare lang lassen, an den Seiten schön kurz. Was mache ich, das, was ich pflege, Bart zu nennen, was aber irgendwie kein richtiger ist? Was macht man damit? Ja, wenn du ihn... Ganz weg ist ja auch gut bei mir, finde ich. Ja, ich finde, das ist ja eigentlich ein ganz feiner Style. Die Schwächen kaschieren und die Stärken herausarbeiten. Ich würde sagen, wir rasieren das wirklich einfach mal schön sauber, eine schöne Kontur, weil du hast hier unten geht eine Kontur lang. Mhm. Wir machen hier eine saubere Kante. Wir rasieren es hier hinten ordentlich, dass das da hinten nicht so quasi hinters Ohr und quasi dann fast schon wieder hinterm Ohr hochwächst. So Jungs, macht's gut, ne? Das ist übrigens auch von... Komm her! So, du bist die Letzte hier im Bunde? Ja, hi. Du bist die? Nicole, hallo. Hi. Deine Aufgabe ist es jetzt, mir die Haare zu waschen? Richtig, unter anderem ist das meine Aufgabe. Ich bin aber auch schon seit 19 Jahren Friseurin. Ja. Was soll ich dir sagen? Ich bin Trainerin, habe ganz lange Zeit Friseure auch schon geschult. Aha. Im Kolorationsbereich, im Schnittbereich, Technikbereich. Also ich bin schon weit gereist. Mhm. Und ja, jetzt freue ich mich ganz einfach auf meine neue Aufgabe. Und ich finde, Männer sind bis jetzt ja auch immer so ein bisschen vernachlässigt worden in den klassischen Salons. Und das wollen wir hiermit jetzt ändern. Nein, du bist tatsächlich der erste Kunde, der überhaupt in diesem Stuhl oder in einem von diesen Stühlen, übrigens, ich muss das sagen, sündhaft teuren Stühlen, ich muss sie bezahlen, Platz nehmen darf und tatsächlich den allerersten Haarschnitt bei uns in Joe's Barber bekommst. Never get easier, you just get better. Ist der Kunde in die Freiheit entlassen. Ich würde sagen, es sieht anders aus als vorher, definitiv. Ein bisschen anders, ne? So, was sagt ihr? Sieht anders aus als vorher, seid ihr endlich zufrieden? Ja Leute, das war's auch schon hier von Joe's Barber. Ich meine, das Resultat seht ihr selber, ne? Bildet euch selber eure Meinung. Ich gefalle mir sehr gut. Christian, dir kann ich nur sagen, vielen Dank. Ich wünsche nur das Beste. Ich würde sagen, wir trinken jetzt unser Drink noch aus.
Es war mir eine Freude, dich hier am Stuhl entjungfern zu dürfen. mir war es auch eine Freude, deinen Laden entjungfern zu dürfen und nur das Beste. Hat viel Spaß gemacht und ja, das nächste Mal sitzen wir dann hier auf der richtigen Couch, auf unserer Chesterfield Couch und nicht auf unserem Behelf, aber zum Sitzen ist gut und zum Trinken noch viel besser. Also, cheers. War schön mit dir. Sehr schön. Cheers.